about the human rights in China. Natürlich können wir über die Menschenrechtslage in China sprechen. Aber das wichtigste Menschenrecht in Afrika ist doch, die Armut zu beenden. Und wer könnte da wichtiger für uns sein als China? China hat in den vergangenen 100 Jahren 400 Millionen Menschen aus der Armut geholt. Mein Name ist Hafsat Abiola Costello. Ich komme aus Nigeria und führe das Unternehmen China Africa Bridge, das die Zusammenarbeit und den Handel zwischen China und Afrika fördern soll. Spielen ist ein wichtiger Faktor für die physische, psychologische und soziale Entwicklung eines Kindes. Das wurde lange nicht richtig ernst genommen. Wenn das aber weiter ignoriert wird, dann werden wir nie den Kreislauf der Gewalt durchbrechen, Familien aus der Armut befreien oder Krankheiten verhindern können. Spielen ist ein wirklich wichtiges Element der Entwicklung von Individuen und auch einer Nation. Ich bin Johann Olaf Koss, Präsident und Gründer von Right to Play International. Jeder spielt doch gerne. Spielen macht Spaß. Darüber hinaus hat Right to Play eine Möglichkeit geschaffen, beim Spielen wichtige Botschaften zu transportieren. Der Nutzen für China ist offensichtlich. Das Land braucht unsere Rohstoffe, um weiter zu wachsen. Die Chinesen bezahlen dafür manchmal, indem sie Straßen oder Brücken bauen. Ob China die auch benutzt, um die Rohstoffe zu transportieren, ist deren Sache. Aber sie stehen dann auch den Afrikanern zur Verfügung, um innerhalb Afrikas Geschäfte zu machen. Ich finde, so haben beide Partner etwas davon. So for me it is a win-win. We're protecting the kids. So the kid is in here. The mosquito is that one chasing. We're working on. Es gibt Spiele, die Kindern erklären, wieso sie unter einem Moskitonetz schlafen sollten und wie sie sich sonst schützen können, wie Malaria sich überträgt und warum Kinder daran sterben. Sie rufen, verlass das Netz. Du bist sehr müde, wenn du Malaria hast. Man hat auch weniger Blut. Wenn die USA einen Überschuss an Getreide haben, dann besteht die Entwicklungshilfe der USA in diesem Jahr darin, dieses Getreide in ein afrikanisches Land, nach Haiti oder nach Lateinamerika zu schicken. In maybe in an African country or Haiti or in a Latin American country. So sollte Entwicklungshilfe aber nicht aussehen. In Afrika fehlt so vieles. Infrastruktur, Technologie, auch Agrartechnologie, die unsere Landwirtschaft produktiver macht. Aber die Entwicklungshilfe, die zum Beispiel aus den USA kommt, die geht diese Probleme gar nicht an. Ein Mädchen hat mir erzählt, dass ein Mann sie unter Druck setzt. Er besucht sie zu Hause, sie ist erst 11 Jahre alt. Er küsst ihre Hand und bedrängt sie wegen Geschlechtsverkehr mit ihr. Und sie sagt, durch die Spiele habe ich Selbstvertrauen bekommen und verstanden, wie ich mich wehren kann. Das ist doch eine fantastische Geschichte. Als das Mädchen sie mir vorhin erzählt hat, habe ich die Kraft gespürt in ihrer Stimme und in ihren Augen.
Ich will gar nicht, dass Afrika genauso reich werden soll wie die USA oder Europa. Ich glaube, dass da noch etwas verloren geht. Afrikaner sind schon reich, reich an Gemeinschaft. Aber wir wollen auch in der Lage sein, für unsere kranken Kinder zu sorgen oder für unsere alten Menschen. Wir wollen jungen Menschen eine ordentliche, würdige Arbeit anbieten können. In diese Richtung wollen wir uns entwickeln.